What do you do when you've done it all? Cannonball. Cannonball. Herzlich willkommen bei Denk Elektrisch, der Kanal, der sich mit der Elektromobilität beschäftigt. Mein Name ist Denk, Oliver Denk. Und in diesem Video, unschwer zu erkennen, geht es wieder um den E-Cannonball, denn wir stehen kurz davor, ihr seht es auch schon mal in meinem Bartwuchs, ein paar Tage davor verwandle ich mich so langsam in Burt Reynolds. Allerdings, ihr wisst ja, das ist noch nicht die Endausbaustufe und wie das aussieht, das wisst ihr auch, wie es geht. Ordentlich rubbeln! Ja, und da ist er auch schon. Die Schenkelbürste ist zurück und der E-Cannonball kann gerne starten. Aber kommen wir erstmal zu den grundlegenden Infos. Ein paar von euch hatten ja schon gefragt, wie es denn um unser Auto steht, der Honda e, ob er verfügbar ist und so weiter. Man hat eben lange nichts mehr gehört von uns. Und da kann ich nur sagen, es gab einen gewissen Autokrimi. Ich will da jetzt gar nicht zu weit ausholen. Dahingehend kann ich aber sagen, Honda will nicht unbedingt, dass der kleine Honda e beim E-Cannonball mitfährt. Wir bekommen bei keinem Autohaus in der Schweiz und in Deutschland ein Auto gestellt, auch nicht von Honda Deutschland dementsprechend. Und ja, die Sache fällt dahingehend also flach. Und der einzige gefühlte für mich verfügbare Honda e in Deutschland, den fährt unser Team Charge X. Gesponsert von Nextmove. Die sind natürlich mit dem Honda e dabei, aber wir dahingehend nicht. Wir sind trotzdem zum E-Cannonball dabei, denn ich konnte mit der Orga um Uwe vereinbaren, dass wir mit einem anderen Auto antreten. Ein riesen Dankeschön dafür nochmal an Uwe und das gesamte Organisationsteam, dass ihr uns dahingehend das ermöglicht. Es war ja eigentlich gesagt, dass man das Auto bringen muss, mit dem man sich auch beworben hat, aber ja, der Honda e ist dahingehend nicht möglich. Wir hatten dann zur Auswahl gestellt, uns persönlich erstmal und dann an die Organisation, dass wir mit einem Corsa e oder einem Mini Electric antreten würden, wenn wir das dürfen. Und das wurde dann bejaht. Und ja, was es nun geworden ist, das seht ihr jetzt. Denn es ist ein Mini Electric. So ungefähr die gleiche Größe wie der Honda. Keine Japan Power. Hier ist es dann eher, naja, Freude am Fahren. Gehört ja zu BMW. Keine Ahnung. Genau wie dem Honda e kennen wir auch noch nicht den Mini Electric. Die Autos oder das Auto jetzt hier ist komplett neu für uns. Und ja, wir holen es am Freitag, heute ist Donnerstag, vor dem E-Cannonball, also wir holen es am Freitag noch ab. Am Samstag, den 26.09.2020, ist ja dann der Start in Berlin oder bei Berlin am Van der Valk Hotel Brandenburg. Und ja, diesen Mini Electric bekommen wir von Nextmove. Wir mieten dort das Fahrzeug, das ging schnell und unkompliziert. Sie haben die Autos verfügbar, genauso wie ein Corsa e. Wir konnten uns dahingehend also entscheiden. Danke nochmal an Stefan, dass ihr uns das mit so schnell möglich gemacht habt. Und ja, wir freuen uns auf morgen, das Auto dort bei euch abzuholen. Und ja, wir sind natürlich gespannt, wie wir damit dann abschneiden werden zum E-Cannonball. Wie gesagt, wir haben keinerlei Erfahrung. Es gibt ein weiteres Team mit einem Mini Electric. Ansonsten hat sich für uns im Team vom Startpositionen her nichts verändert. Auf der Homepage vom E-Cannonball ist soweit schon das Auto mit aktualisiert. Unser Startzeitpunkt ist 6.33 Uhr. Die gesamte Startprozedur beginnt ja 6.30 Uhr schon. Da starten die ersten drei aus der Hero-Klasse, also die Umbauten. Und danach kommen gleich wir auf den vierten Startplatz. Und ja, wir sind auf jeden Fall guter Dinge. Was natürlich jetzt entfällt im Mini Electric ist das Nintendo Zocken. Also ich wollte eigentlich Super Mario Kart während der Ladepausen und am Start und Ziel mit euch spielen, gegen euch spielen um Preise. Das fällt nun weg. Dahingehend spiele ich wieder den Quizmaster für euch und ihr könnt gegen Erik gewinnen. Nicht das Duell um die Welt, sondern um kleine Preise, die ich euch mitbringe. Zum Beispiel, ja, in Andenken an den ersten E-Cannonball habe ich hier noch Flaschen vom Elektrobier von der Norderneyer Brauerei. Von Norderney. Grüße Tobi, falls du das siehst. Ich guck mal wieder vorbei demnächst. Ich war letztens in der Nähe, aber wird schon mal wieder. Dann haben wir hier zum Beispiel noch ein Werbegeschenk von Porsche. Das ist ein kleiner USB-Stick. Dann gibt es hier noch eine Denk Elektrisch Edition eines kleinen
holzgeschnitzten Autos wie ein UFO Drive Model 3 und einen 3D gedruckten Cybertruck. Schauen wir mal rein. Ja, geil, oder? Schaut euch das mal an. Den gibt es auch mit zu gewinnen. Wie immer wird es wahrscheinlich so werden, dass ihr euch aussuchen könnt, den Preis, um den ihr spielt, und dann gibt es mindestens eine Frage, die ihr richtig oder schneller als der Erik beantworten müsst, und dann könnt ihr das gewinnen. Was wir natürlich auch wieder dabei haben, sind Speedkekse, diesmal nicht selbst gebacken aufgrund von Zeitmangel. Ich habe hier ein bisschen was besorgt und hier ein bisschen Corny Energy. Die sind dann, glaube ich, mehr für uns, fürs Fahren, damit die Bude schneller geht. Je nachdem, wir schauen mal, Elektroauto-Vergleichsfahrt, was er verbraucht, das wissen wir in Praxistests noch nicht so. Ich bin schon drüben am Computer Pure Newland Videos studieren, um herauszufinden, was da so möglich ist. Ich werde uns aber wahrscheinlich in einer guten Windschattenposition hinter einem Transporter sehen. Und was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, wir wollen natürlich, wenn möglich, wieder einen Pokal. Wir haben ja im Vorjahr den 3. Platz belegt in der Leistungsklasse 2. Diesmal starten wir ja bei den kleineren Akkus in der Leistungsklasse 3. Und wir werden natürlich wieder für Stimmung sorgen. Ich habe alles mit. Erik ist natürlich dabei, unser Captain Chaos. Der sorgt auch so immer für Stimmung. Der braucht eigentlich kein Mikrofon dafür. Er lässt auch schon seinen Bart wachsen ohne Ende, um dem Captain Chaos da näher zu kommen. Mal sehen, was sich da so getan hat. Und was gibt es sonst noch? Ja, hier werde ich noch meine ganzen Fragen für die Quiz-Shows vorbereiten. Dann natürlich werden wir einen Livestream veranstalten. Wahrscheinlich auch während der ganzen Fahrt. Mal schauen. Das könnt ihr natürlich aber auch alles über den Kanal vom eCannonball mitverfolgen. Dort wird es auch auf der Homepage eine entsprechende Übersicht über das Tracking geben. Es wird jetzt eine schöne Übersicht kommen, wo wir schon vorher sehen, wo wir ungefähr im Fahrerfeld von der Platzierung her stehen, von der Elektroverbrauchsvergleichsfahrt. Und ja, das wird eine coole Sache, eine schöne Erweiterung zum letzten Jahr. Das habe ich mir auch dahingehend gewünscht. Und wir werden auch sehen, wann die Teams laden. Also da wird einiges möglich sein. Das ganze Tracking-System wurde ja so noch nicht vorgestellt, aber das, denke ich, wird sehr intuitiv sein und gut bedienbar. Ansonsten kann ich nur sagen, seid mit dabei hier im Livestream oder auch vor Ort am Freitag, dem 25.09. am Van der Valk Hotel in Brandenburg von 14 bis 18 Uhr, das Parc Fermé. Da könnt ihr mit rumschauen, da stehen die ganzen Autos, da sind wir dabei, da könnt ihr, wie gesagt, hier quizzen gegen Erik und dann nochmal an unseren Ladepausen dann am Samstag und am Ziel dann am Van der Valk Hotel in Moers. Dort werden wir auch dann wahrscheinlich sehr spät ankommen mit unserem Mini. Ich habe da noch gar keine Ladeprognose gemacht. Erik ist meistens bei sowas immer schneller, wird er jetzt schon mal kurz durchgespielt haben. Also es wird recht lang dauern, bis wir dann dort ankommen. Denn es gibt ja noch eine Zusatzaufgabe, die wir noch nicht wissen. Die erfahren wir wirklich erst am Start. Und dann werden wir mal schauen, was wir noch erledigen müssen auf der Strecke. Denn es wird nicht die gerade Strecke rüber zu fahren sein nach Moers, sondern wahrscheinlich einen Bogen unten rum. Vielleicht fahren wir ja nochmal zum Harz rüber oder besuchen die Landeshauptstadt in Thüringen, also Erfurt, und holen da noch was ab oder so. Mal schauen, es wird sicherlich spannend werden. Vielleicht gibt es für mich die Zusatzaufgabe, wir müssen in meine Wäscherei, um eine rote Jacke oder Unterhose abzuholen. Irgend so ein Quatsch wird es schon sein. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt uns treu, schaut mal auf unseren Livestream mit vorbei. Hashtag rote Jacken, und wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Und bis dahin, denkt elektrisch. Cannonball, es ist wieder soweit, Action!